Ja, Freunde, wir sind wieder zusammengekommen. Ich freue mich heute auch, dass viele, viele da sind. Wir hatten heute eigentlich was Besonderes vor. Das wurde uns leider nicht gestattet. Deswegen steht hier vorne auch ein Bündel Holz und ein Blecheimer. Aber da wird die Grit nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, Freunde, der Herr Lauterbach hat ja nur die Abstimmung im Bundestag verloren. Dazu erstmal von mir einen ganz großen Applaus. Aber er will ja noch nicht aufgeben. Er versucht ja nochmal jetzt irgendwo diese Impfpflicht mit durchzuboxen. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Er hat gesagt, das war eine ganz knappe Abstimmung. Ich weiß nicht, mit über 80 Stimmen Unterschied von über 600 Stimmen. Also ich weiß es nicht, wo der Mann lebt, wo die Politik überhaupt lebt. Ja, Freunde, wir müssen weiter demonstrieren. Die Impfpflicht für die Pflegeberufe, das ist noch so ein Punkt, der mir persönlich auch noch mit unter Nägeln brennt. Dazu müssen wir weiterhin auch noch mit auf die Straße gehen. Jawohl. Dankeschön. Ja, Freunde, wir haben schon über alles eigentlich geredet. Deswegen, ich werde mich heute kurz halten. Ich werde mich jetzt einfach mal an die Grit übergeben. Grit, du hast das Mikro. Genau so ist es. Wir gehen der Reihenfolge nach. Wir möchten uns bedanken bei der Grit, ne? Das ist ja nun alles auf dem Mist gewachsen, ja. Also, wir bedanken uns recht herzlich, ja. Vielen Dank nochmal. Tja, wir gehen jetzt mal der Reihenfolge nach. Ihr wisst ja, wir haben heute ein bisschen ein paar Überraschungen gehabt. So ein paar Süßigkeiten sind ja schon verteilt worden. Wer noch ein bisschen Appetit hat und was im Körben drin ist, ihr könnt ruhig reichlich naschen. Dafür ist es da, weil Süßigkeiten und Zucker und Schokolade, das ist auch gut für die Seele und für die Stimmung. Wie ihr ja wisst, ist ja die Impfpflicht ab 60 vorerst vom Tisch. Ich glaube selber noch nicht dran. Aber es gibt noch einen weiterer Punkt und das ist die berufsbezogene Impfpflicht. Das heißt, wir sind erstmal bis 60 geschützt oder ab 60, das wird nicht mehr erstmal relevant sein, aber diejenigen, die im medizinischen Dienst sind, die betrifft es. Ihr kennt ja noch die Aktion mit der wunderschönen Plane, mit der Traueranzeige. Diese Plane mit euren Unterschriften, die ist das erste Mal vorige Woche Montag beim Landrat auf dem Tisch gewesen. Und soweit wie ich gehört habe, die zweite Plane ist diese Woche Montag mit Unterschriften auf den Tisch des Landrates gewesen. Und dann ist mir noch zu Ohren gekommen, dass gegenüber vom Landratsamt diese Traueranzeige auf einen riesengroßen Transparent abgedruckt worden ist. Und das steht am Landratsamt, damit sie es direkt vor der Nase haben. Ich finde das gut, dass auch die Mediziner oder medizinischen Kräfte wissen, sich zur Wehr zu setzen. Und jetzt ist es an uns, dass wir auch hinter diesen Leuten und diesen Menschen stehen. Das ist ganz wichtig, weil wir gehören zusammen. Egal welche Berufsgruppe, wir gehören zusammen. Gleiches Recht, gleiche Pflicht vor jedermann. Da gehören wir alle zusammen. Zeigen wir ihnen mit unseren Aktionen, dass sie den Respekt verdient haben. Weil wir müssen ihnen Respekt zeigen. Das ist ganz wichtig. Weil sie waren da für uns bisher. Und jetzt sollten wir für diese Menschen da sein. So, jetzt noch mal ganz kurz zur Feuerschalenaktion. Ihr seht, Anbrennholz ist da. Feuerzeug habe ich einstecken, ich bin Raucher. Ascheeimer ist da.
Die Feuerschale, die steht im Auto. Die dürfen wir nicht rausnehmen. Klasse, oder? Ich will mal sagen, ich hatte die Genehmigung schriftlich. Es war alles angemeldet, alles ordnungsgemäß, alles super. Dann habe ich die Werbung dafür fertig gemacht. Und da schrieb doch glattweg jemand bei Facebook, und ich sage jetzt auch den Namen, weil er hat ja auch unter seinem Namen gepostet, das ist der Jörg F. Riemer. Wer ist das? Er ist Stadtratmitglied, er ist Direktor vom Glashaus und ist er erst bei der CDU. So, und da schrieb er Folgendes. Da mein Beitrag von den Admins, also er wollte bei Facebook was posten, bei Die Weißenfelser aktuell, da mein Beitrag von den Admins offensichtlich alles zu kritisch gesehen und nicht freigegeben wurde, greife ich auf die Kommentarspalte hin. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich das auch noch Einblick habe. Ich bin entsetzt. Ich dachte, die Zeiten der Inquisition oder der Intoleranz seien vorbei. Also ich bin tolerant, aber anscheinend lässt er keine Meinung zu. Jetzt kommt's. Öffentliche Verbrennungen auf dem Marktplatz sind in der Zivilisation regelmäßig ein Zeichen von Intoleranz und leider allzu oft der Auftakt zu weiteren Gewaltexzessen gewesen. Klasse. Das ist noch nicht alles, jetzt kommt es erstmal richtig. So, seien es angebliche Ketzer und Hexen oder entsprechende Schriften gewesen. Den Tiefpunkt erreichte es am 10. Mai 1933 mit der öffentlichen Verbrennung von Büchern durch die Nationalsozialisten. Auch das Verbrennen von Flaggen steht nicht umsonst unter Strafe. Paragraphen so und so. Entweder ist es ein Zeichen eklatanter Geschichtsvergessenheit oder von Naivität. Herr Riemer, wir wollten Masken verbrennen. Diese Masken haben keine Nerven, kein Gefühl. Sie haben einfach das Gesicht verdeckt, was bei manchen ja eigentlich nicht so schlecht ist. Diese Masken haben außer ihrer Bezeichnung keine Schrift, ne? Kein Wissenswertes drauf. Diese Masken waren einfach Masken. Und hier sind keine Nationalsozialisten, ne? Und hier sind keine Fahnenverbrenner. Wir sind Menschen, ne? Aus der Mitte. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie versucht haben, über solche Postings diese Menschen, die hier stehen, in eine Richtung zu drücken, wo wir allesamt nicht hingehören. Es ist einfach nicht mehr akzeptabel, wie sie diese Menschen vergleichen. Sie werten uns alle ab. Und das lassen wir nicht zu. Sie sind Lehrer, sie sind Direktor. Ich frage mich ernsthaft, was bringen Sie Ihren Schülern vorbei? Oder was bringen Sie ihnen bei? Ich weiß es nicht. Ich möchte meinen Nächsten Menschlichkeit zeigen, Verständnis zeigen, ein Miteinander zeigen. Das, was Sie mit dem Post gemacht haben, ist ein Aufwühlen der Bürger untereinander. Ein gegenseitiges Ausspielen. Für viele ist diese Zeit in schlechter Erinnerung, gerade für die ältere Gesellschaft. Die jungen Menschen haben damit gar nichts mehr zu tun. Warum wird das immer wieder hochgerufen? Warum müssen wir immer wieder vor irgendwelche Daten gerade stehen? Ich bin 1972 geboren. Ich bin im Sozialismus aufgewachsen. Und ganz ehrlich, ich bin von meinen Großeltern so erzogen worden, dass ich mein Gegenüber akzeptiere, und dass ich Mensch bin und auch Menschlichkeit zeige, dass ich gegenseitige Hilfe akzeptiere und annehme
und dass ich Hilfe selber gebe. Das ist für mich wichtig. Und wenn jemand in Not ist, bedroht wird oder sonstiges, wäre es nicht das erste Mal, dass ich mich da vorwerfe. Weil ich bin Mensch und ich will Mensch bleiben. Und ich habe keinen Bock, solche Arten von Kommunikation, wie Sie es betreiben, fortzuführen. Lassen Sie es einfach. Es bringt nichts. Das nächste ist, das Feuer war genehmigt. Bis heute Vormittag. Gegen Mittag hatte ich einen Anruf bekommen, dass es ja nicht unbedingt gut wäre. Es wäre wohl heute auch ein schöner Artikel in der Zeitung gewesen. Ich habe es einfach sein lassen, ich habe ihn gar nicht erst gelesen. Da wir mit der Versammlungsbehörde, mit Ordnungsamt, Polizei auch offen umgehen, haben wir uns geeinigt, dass wir symbolisch die Feuerschale hinstellen und keine Verbrennung machen von den Masken, aus dem einfachen Grund. Ich wollte einfach nicht den Unmut anderer Menschen auf uns ziehen. Ich wollte es einfach nicht zulassen, dass andere einen Grund haben, auf uns zu schimpfen. Oder die Worte von einem Herrn Riemer wahrnehmen und uns als das sehen, wie er uns hinstellt. Ich wollte einfach die Maske nicht verbrennen. Ich habe hier hinten eine blaue Tüte. Wer seine Maske loswerden will, der kann sie reinschieben. Ich denke mal, so wie die Herr Riemer die MZ gefüttert hat mit Informationen, können wir die MZ dazu doch bestimmt bewegen, dass er die Masken auch an Herrn Riemer weiterleitet. Oder wir bringen sie persönlich hin. Da kann er sie entsorgen. Tja, aber wir dürfen ja noch nicht mal die Feuerschale aufstellen. Und jetzt kommt's. Es hat das Ministerium verboten. Wir haben hier echt so weit es geschafft, dass das Ministerium sich eingeschaltet hat und hat uns verboten, die kalte Feuerschale hier aufzustellen. Finde ich klasse. Das ist gut, wenn man weiß, dass manche Leute Beziehungen haben. Der eine ist aufgebracht, weil er vom Facebook rausgeschmissen worden ist, oder von der Seite zumindest, nicht vom Facebook. Ja, weil ich habe ihn aus der Gruppe entfernt, es tut mir leid. Dann rennt er zum Nächsten und sagt, ich weiß was, die sind ganz böse, die wollen Masken verbrennen. Das geht doch nicht, das haben die Nazis schon gemacht. Nee, Leute, das ist Blödsinn. Ich wollte mit der Maskenverbrennung zeigen, dass wir uns gegenseitig wieder anschauen, egal wer, dass wir gegenseitig uns ein Lächeln schenken und miteinander reden. Mehr wollte ich nicht. Ganz einfach. Und weil das noch nicht genug ist, und das war ja dann beim Landrat angekommen, muss das wohl beim Landratsamt durchgegangen sein. Und dann bekam ich Bescheid, jetzt kommt's vom Ministerium. Also wir sind wahrscheinlich so lieb hier alle, dass sie uns alle irgendwie auch lieb haben. Die interessieren sich richtig für uns, weil wir so lieb sind. Aber Leute, eins kann ich euch versprechen. Die werden hier keine Nazis finden, die werden hier keine Reichsflaggen finden. Die finden uns, liebe Bürger, mehr nicht. So, jetzt wisst ihr die Geschichte von der Feuerschale. Ich finde es immer noch amüsant. Ministerium, geil. Geil. Aber soweit haben wir es geschafft, ja? Wir sind in der Presse. Wir sind beim Ministerium angekommen, vielleicht kriegen wir euch mal noch Kaffee und Kuchen. Ne? Tja, ich habe heute was zugespielt gekriegt, das soll irgendwie in der Bild-Zeitung gestanden haben. Mein Freund Garli, das ist, wie schreibt er laut Aussage der Bezeitung, das Aus für die Impfpflicht bedeutet, dass sich Deutschland keine Corona-Lockerung mehr erlauben könne. Doch, die können wir uns erlauben. Herr Lauterbach, gehen Sie nach Hause, dann können wir es uns erlauben.
Ich habe mal so zurücküberlegt aus meinen oder aus den letzten Veranstaltungen so. Der Herr Lauterbach hat wirklich in seiner ganzen Karriere einen Satz gesagt, der nicht gelogen war. Echt, ich habe einen gefunden. Er äußerte mal, die Wahrheit ist der politische Tod. Jetzt wisst ihr auch, warum jedes Mal was anderes erzählt wird. Weil, wenn die Wahrheit rauskommt, da geht nicht nur der Herr Lauterbach, da gehen noch einige andere. Und da ich auch mal gerne in die Glaskugel schaue, kann auch gerne die Presse wieder mitschreiben. Jetzt kriegen wir Frühjahr, dann haben wir einen Sommer. Und was kommt danach? Danach kommt wieder Corona. Also, wenn ich an alles glaube, aber ich glaube nicht, dass sie uns in Ruhe lassen. Und wir sollten uns überlegen, ob wir immer brav, artig im Sommer oder im Frühjahr zu Hause sitzen oder ob wir montags mal die anderthalb Stunde Zeit haben, um mal hier auf dem Markt uns nett zu unterhalten. Einfach mal so. Also ich nehme mir gerne die Zeit. Und wer mit da sein möchte, kann mit da sein. Und wenn wir weniger Leute werden, habe ich gedacht, wir bezählen einfach die Einsatzkräfte der Polizei mit. Da werden wir wieder mehr. Ich habe gehört, heute sind hier noch da. Also ich weiß nicht, was sie noch wollen. Was sie bezwecken wollen, das ist auch nichts Gutes. Und wenn ich mir so die Nachrichten anschaue aus der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Angst. Ich habe vor 2 Tagen einen Traum gehabt. Den möchte ich euch erzählen. Ich habe geträumt, ich sehe eine Rakete fliegen und in ca. 100 Meter Entfernung trifft die bei uns auf dem Boden auf und explodiert. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass sich Deutschland weiter in die Kriegsszenerie zwischen Russland und Ukraine mit weiter reintreiben lässt. Ich habe wirklich Angst. Ich möchte das nicht. Und noch mehr Angst macht es mir, wenn der Präsident der Ukraine sagt oder fordert, er will von Deutschland weitere Waffen haben. Waffen bringen keinen Frieden. Sie verlängern das Leid, sie verlängern den Krieg. Hier ist Diplomatie gefragt. Und hier ist eigentlich Deutschland gefragt, was eigentlich mit Vorbildfunktion rangehen könnte, wenn sie ordentliche Leute schicken. Es kann nicht sein, dass wir uns von der Ukraine, von dem Präsidenten der Ukraine, in einen Krieg mit reinziehen lassen. Und es kann auch nicht sein, dass wir an irgendein Land, ob das Ukraine oder ein anderes Land ist, Waffen liefern. Es gab einen Satz, den habe ich während meiner Jugend immer gehört. Der wurde uns in Sozialismuszeiten sogar eingeprägt. Und zwar hieß das, von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Dazu gehört es aber auch, dass wir keine Waffen liefern. Ich übergebe jetzt mal das Mikro noch einmal ganz kurz dem Mario. Ich muss mal Luft holen. Ich denke mal, ich habe mich abreagiert. Ich war aber trotzdem ganz lieb und nett. Ich habe es versucht. Wir haben ein bisschen gute Laune mitgebracht, ein bisschen Musik mitgebracht. Und sollte sich noch mal jemand beschweren, wir wären zu laut. Leute, das ist kein Schweigemarsch. Wir müssen uns melden. Wir haben etwas zu sagen. Und schweigend kann man nichts sagen. Deswegen werden wir etwas lauter. Wir wollen auch gehört werden. Und damit das angenehm ist, machen wir natürlich auch richtig Mucke. Ja, meine Grit, du warst wieder sehr emotional. Dankeschön. Ich fand es heute schön, dass auch neue Freunde mit auf den Marktplatz gekommen sind. Ja, also für nächste Woche Montag haben wir einfach mal den Osterfrieden ausgerufen. Also nächste Woche Montag machen wir keine Demo. Nur, dass ihr das alle noch mal wisst.
Aber die Woche drauf, dann geht es natürlich mit vollem Elan wieder vorwärts. Und ich hoffe, dass wir dann noch mal mehr werden.